Servus. Hi, ihr Lieben. Hier ist wieder euer Kanal Meilen-Mike mit Heidi und Mike. Ja, heute sind wir in Blaubeuren unterwegs in der Schwäbisch Alb. Ja, deshalb sind wir aber noch lange keine Blaustrümpfe. Und auch keine Schlümpfe, selbst wenn ich hier blau bin, ne? Ja. Jetzt muss ich unterbrechen, hier kommt mein Traumwohnmobil. Oh ja, sehr schön. Aber wir sehr verraten schön. Nicht, wer es ist. Ja. Ja, und wir haben vor, heute in einen Topf zu schauen, ne? Ja, wir haben vor, reinzuschauen und nicht reinzufallen, wenn uns das gelingt. Nee, mal gucken, was da drin ist, ne? Ja. Mal gucken, was da drin ist. Und dann wollten wir noch eine kleine Tour durch die Altstadt machen. Ja. Und noch so einiges, ja, ne? Ja, hier gibt es allerhand zu sehen. Genau. Obwohl wir nicht das ganze Wochenende hier verbringen möchten. Wir möchten noch weiterziehen. Das erfahrt ihr dann aber bei unserem Womoplausch. Ja. Den versuchen wir jetzt in jedes Video mit einzubauen oder wir tun es einfach mal. Genau. Und wenn wir gerade schon hier bei Blau sind, ja, hinter uns fließt auch die Blau, ne? Hinter uns ist die Blau, obwohl es smaragdgrün ist. Ja. Ist kurios, aber es ist so. Ist so, ne? Ja, und zwar habe ich mir das eben mal näher angeschaut. Da sind lauter solche Pflanzen drin. Es ist ganz, ein ganz dichter Bewuchs. Ich weiß momentan nicht, wie die heißen, aber ich werde da mal nachschauen. Ja. Und es sieht fantastisch aus. Sieht ja klasse aus. Und ja, klitzeklares Wasser, ne? Klitzeklares Wasser, ja. Ja, wenn euch das alles interessiert, dann bleibt dran. So, ihr Lieben, wir freuen uns, dass wir euch wieder mal bei uns im WOMI begrüßen dürfen. Genau. Ja, das Ganze aber diesmal von zu Hause, ne? Ja, das hat leider einen kleinen Wermutstropfen. Wir stehen zu Hause und es ist Donnerstag. Das hat einen besonderen Grund. Normal wären wir jetzt hier on Tour. Genau, ja. Denn wir haben gerade vor 2 Stunden erst unseren Journey aus der Werkstatt abgeholt. Genau, und zwar ist uns bei der Heimfahrt Folgendes passiert. Wir wurden überholt und dann kam es zu einem Steinschlag. Ja, ne? Ja, ja. Und ja, das hat hier im ersten Moment ganz schön gebollert. Ne? Es hat Boom gemacht. Genau, wir konnten es zuerst gar nicht zuordnen, nee, wo das herkommt. Und ich habe es aber dann direkt gesehen, weil es an der Fahrerseite, ja, sagen wir, auf der Fahrerseite passiert ist. Ja. Und habe dann gesehen, ja, dieses Loch in der Scheibe und 3-4 Rissbildungen um das Loch rum. Ja, und ja, ja, so konnte man eigentlich nicht mehr auf Tour gehen. Ne? Ja, wir sind dann halt eben mal im Spider-Club angekommen. Mit dem Handy ist das ja schon des Öfteren mal passiert. Ja. Steinschlag hat natürlich jeder schon gehabt, wir auch des Öfteren sogar schon. Ja. Aber dieser hier war heftig. Ja, der war schon groß. Ne? Der war schon groß. Man konnte richtig zusehen, wie die Scheibe vor unseren Augen eigentlich gerissen ist. Ja. Und wir haben wirklich auch einen Riesenschreck bekommen. Das war tierisch laut. Wie gesagt, wir wussten nicht, wie wir es zuordnen sollten im Moment, bis wir das mal registriert hatten, dass ein Steinschlag war. Der Schreck saß uns so in Gliedern. Wir konnten eigentlich nicht mehr viel weiterfahren, gell, Schatz? Ja, genau. Und da sind wir so an der Mosel gelandet. So ja, ist uns der Schreck in die Glieder gefahren. Genau, ne? Mussten wir noch unbedingt eine Übernachtung an der Mosel einlegen. Ja, ja. Ja, das war eigentlich dann unser zweites blaues Wunder, das wir am Wochenende erlebt haben. Es war kein so schönes, ein sehr teures. Ja. Was hat es uns gekostet, Schatz? Ja, uns nicht so viel, aber die Versicherung so zwischen 1500 und 1700 Euro, schätze ich schon. Ja, ne? Es war wirklich ein gewaltiger Schaden. Die ja, ganze Scheibe wurde ja ausgetauscht. Genau. Und die haben es eigentlich noch ziemlich schnell gemacht, sodass wir morgen früh in aller Frühe wirklich dann Gott sei Dank losfahren können. Können wir dann nochmal starten, ne? Was hast du dann eben hier gesehen? Ja, ich dachte, wir gucken gerade so schön hier nach dem faszinierenden Grün von dieser Blau. Ja. Und dann schaue ich und da schwimmt da unten im Wasser so ein Teil. Ja, wirklich. Denke ich, was ist denn das? Im ersten Moment dachte ich, das ist vielleicht eine Wasserschildkröte. Nee. Nee, das hat ausgesehen wie eine Ratte, ne? Ja, es war der Ben, tatsächlich. Der Ben, ja. Der war bestimmt blau. Der war bestimmt blau, sonst hätte er sich so dicht hier nicht zu uns getraut. Genau. Ja. Ja, da muss man hinter sich gucken, nicht, dass er noch kommt hier, du. Ja.
Ach, ich habe keine Angst vor Spinnen. Dann habe ich auch keine Angst vor Ratten, oder? Ja, ja, klar. Solange sie mich nicht beißt. Ja. Gut. Ja, jetzt stehen wir hier vor der Schimmelmühle, ne? Ja, hier gibt es Mehl, Getreide und Naturkost, also genau mein Ding. Ja, ja. So wie ich gelesen habe, ist die Mühle hier das erste Mal 1264 erwähnt worden und seitdem produziert sie, ne? Ja, faszinierend tut mich auch hinten dran dieses kleine Häuschen da. Genau. Das steht mitten im Wasser, guck mal, wie schön das aussieht. Also steht mal, eigentlich mitten. Ach, guck mal da. Hallo. Hallo. Schön habt ihr es hier. Super. Ja. Ja, die ist sehr freundlich, die Dame. Die ist mal lieb, ja. Eine richtig liebe, nette, ältere Dame. Da gehen wir gleich mal rüber, ne? Da gehen wir gleich mal hin. Vielleicht hast du uns noch ein bisschen was zu erzählen, so ein Insiderwissen, gell? Ja. Ja. So, was gibt's noch zu erzählen, Schatz? Hast du noch was? Ja, jetzt gehen wir weiter Richtung Topf, ne? Ja, jetzt gehen wir Richtung Topf. Und ich mache hier noch ein paar schöne Aufnahmen von der Mühle. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist auch wirklich traumhaft schönes Action hier. Und überall diese Felsen, ne? Super. Und was mich auch fasziniert, ist da hinten diese Kirche. Also so einen Turm habe ich noch nie gesehen. Nee, das ist ich ganz auch was nicht. Besonderes. Den zeigen wir euch gleich. Genau, denn ein schönes Dach hat die Kirche ja, da, ne? Genau. Ja, Schatz, jetzt können wir das Geheimnis erlüften. Jetzt sind wir am Blautopf angekommen, ne? Ja, also der ist schon, also es hätte ich nie geglaubt. Das springt um, da hinten ist alles noch grün, wo es den Wasserfall runtergeht. Und dann auf einmal wird das tiefblau. Ja. Gell? Also ganz fantastisch, fantastisch sieht das also aus. Also wirklich, hat sich voll gelohnt hier, ne? Hat sich wirklich voll gelohnt. Kann man nur empfehlen. Ein richtiges Highlight. Ja. Ja, und an was erinnert sich das Blau noch? Das Blau erinnert mich an endlose Diskussionen. Mit unserer Tochter. Mit unserer Tochter. Als sie so in einem gewissen Alter war, gab es bei uns in Saarbrücken eine Diskothek, die hieß Blau. Sie wollte immer ins Blau. Das war sogar so oft bei uns an der Tagesordnung, dass die Oma sogar gefragt hat, meine Mutter, wo ist denn die Janine heute Abend? Ist sie wieder im Blau? Die Oma war da voll im Trend, ne? Das war immer so cool, ja, ne? War Oma, cool, echt. Also meine Mama war ja da schon 70 so rum, ne? Ja. Und die erzählt uns dann irgendwas übers Blau. War cool, ja. Das war schön, ja. Ja gut, so eine kleine Anekdote noch übers Blau erzählen wir nachher noch im Wohnmobil, ne? Bei Kaffee und Kuchen. Bei Kaffee und Kuchen. Kuchen ist gut gesagt, wenn der Maiken bis dahin nicht alle gefuttert hat. Ich hebe ihn dafür noch auf, ne? Und es ist da noch was da. Genau. Ja, aber das Blau in Saarbrücken, wie gesagt, da habe ich schon sehr oft davor gestanden, denn ich habe sie natürlich immer abgeholt. Ja. Das war ihr so peinlich, das hat ihr gar nicht gut gefallen. Hat ihr nicht gefallen, ne? Und dann nachher, als sie 18 war und sie durfte dann halt eben und da war es uninteressant. Da war es wieder uninteressant, Da war es uninteressant. So ist das halt, ne? So ist das, ja. Okay. Heavy waters. I used to be so young and free, but now I'm bound by the bonds that be. I know what I should do, and I've known it for.
choices before standing by the water seashore. Set the sails, lower the bridge, the princess still sleeping. Ja, das erste blaue Wunder war natürlich ein Traum in Blau. Genau, das war dieser besagte blaue Topf. Ja. Ne? Ja. In Blaubeuren. Oh, du hast richtig gesagt. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, Schatz, du bist spitze. Ja, so langsam lerne ich das Wort, ne? Ja. Wie hast du immer gesagt? Blau? Ach, blau, blaue Bauern oder sowas, ne? Hat immer einen Bauer gedacht irgendwie, ich weiß, ja. Ich auch nicht genau, ja. Egal, auf jeden Fall wurde 1957 haben zwei Münchner Taucher das erste Mal bis auf den Grund 22 Meter tief getaucht und den Blautopf erforscht. Ja, genau. Ja, und bis zum heutigen Tage, Schatz, sind sie 13 Kilometer So 13 Kilometer durch Höhlensysteme getaucht. Ja, Abzweigungen, also, Verzweigungen und Höhlen. Genau, also bisher sind so 13 Kilometer erforscht. Ne? Sind erforscht, ja. Als ich so gelesen habe, soll ja unter anderem da auch eine Höhle sein, 120 ja. Meter lang, ja. 40 Meter hoch, ist unvorstellbar eigentlich. Ja. Und noch mit einer Luftblase drin, ne? Also tolle ja. Sache, auf ja. jeden Fall. Nur ja. die Taucher müssen da ganz schön mutig sein. Da hat es auch schon diverse Todesfälle gegeben ja. und ja. seitdem wurde der Blautopf eigentlich nicht mehr freigegeben für Privattaucher. Ne? Nee, das ist ja. klar. Und wenn man vor dem Blautopf steht, und dann ist das nicht so, wie man es manchmal so gewöhnt ist, so vom Strand aus, dass es so sanft und sachte dann hier reingeht. Nee, nein, man steht wirklich trichterförmig direkt runter. Ne? Das geht trichterförmig richtig mächtig in die Tiefe und ja. es ist schon ein bisschen unheimlich, gell? Kann man und, so sagen. Und diese Quelle, die speist quasi die Blau ein, ne? Ja. Der Fluss ja. Blau. Ja, genau. Der ja irgendwo in Ulm dann in die Donau mündet. Ne? Genau so ja, ist das. Ja. Da gibt es ja noch diesen Fluss, die Blau, die erscheint aber an vielen Stellen auch grün. Ne? Ja, also mehr grün wie blau. Eigentlich müsste sie die Grün heißen, denn sie ist grün. Es ist die Blau, aber sie ist eigentlich fast immer grün. Ja, bedingt durch das Gewächs, wo genau. das in dem Fluss wächst. Ja, ne? Und ich habe mir das mal genau angeschaut. Das ist keine Algenbildung. Nee, das sind wirklich solche richtig kräftig grünen, wunderschönen Wasserpflanzen. Ja. Ich habe gegoogelt, ich habe sie nirgendwo gefunden. Wenn es jemand von euch weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Der kann es gerne mal in die Kommentare ja, schreiben. Ja, das würde ja. mich wirklich mal interessieren. Genau. Denn das ist wunderschön. Das hat so einen ganz besonderen Flair, gell, Schatz? Ja, wir haben es ja zwei, dreimal im Film drin. Also ja, ja. Das erste Mal, wenn wir über die Brücke gehen, dann sieht man das Gewächs von oben. Ne? Ja, ja, ja. Ja, nachdem wir den Blautopf erforscht hatten, ging es dann weiter auf den Blaubeurer Felsensteig, den wir dann zum Teil nur gegangen sind. Ganz haben wir nicht mehr geschafft, weil wir uns so lange am Blautopf aufgehalten haben. Ja, ne? Es war einfach zu faszinierend. Und ja, da ging es dann los. Ne? Ja, dann gingen wir dann Richtung Glasfelsen. Genau, und da hat meine Frau schon die ersten Kletterkünste unter Beweis gestellt hier, ne? Ja, das war so ein bisschen Klettern halt eben. So viel Klettern war es eigentlich gar nicht, es war so ein bisschen Klettern. Und er hat mich ja auch gleich mal wieder eingebremst. Ja klar, das muss ich schon machen. Es kann ja immer was passieren, ne? Und da sollte man nicht so blauäugig vorgehen. Ja, da hast du ja recht. Genau. Aber 20 Jahre früher, ihr Leute, ihr werdet es nicht glauben, habe ich ganz andere Dinge gemacht. Ja, das ist klar. Wie Felsen hochklettern. Ne? Gut, das ist ein anderes ja, Thema. Das hatte viel mehr mit Geschwindigkeit zu tun. Dann irgendwann ja, mal. Dann kamen wir zum Blaufels. Ja. Ne? Aber der ist dann nochmal, der war schon extrem hoch ja. und man hat da gesehen, ja. Junge Leute sind ja. da hochgeklettert, ne? Ja. Schon eine richtig große Felsformation. Ja, war das war ne? richtig für Kletterbegeisterte, war das eigentlich ein richtiges Kletterparadies. Und eigentlich, wenn man es jetzt genau nehmen würde, Schatz, hätten wir eigentlich dort schon unser zweites blaues Wunder erlebt, gell? Richtig. Denn da hat unser Mikro versagt. Oder hast du es vielleicht nicht eingeschaltet? Nee, irgendwo, also zwei Zehen sind runter, da hat leider das Mikro versagt, aber ja. da haben wir dann Musik drüber gelegt. Ja, ja. Ist auch schön anzusehen. Auf ne? jeden Fall kann ich es euch ganz kurz erzählen. Mein Mann sagte zu mir, da waren so Löcher in den Felsen,
traust du dich da jetzt mit der Hand reinzufahren? Ja, das war eine Mutprobe, ne? Ja, klar habe ich mich getraut. Ich bin ganz tief da reingefahren und habe sogar Steinchen daraus gefischt. Du warst wirklich mutig, ja, muss ich dir sagen. Und da habe ich aber nachher zu ihm gesagt, traust du dich das denn auch? Ja, klar, sagt er, ich traue mich das auch. Da möchte er doch tatsächlich in die gleiche... Ja, die nicht so tief ist, ne? In das gleiche Felsloch greifen, wo ich schon drin war. Da passiert ja nichts, ne? Nee, ist klar. Sag ich, nee, du musst eins tiefer greifen. Ja. Hat er auch schön gemacht, zwar ganz zögerlich. Wenn ich es ja genau gewusst hätte, Schatz, hätte ich da vorher einen Müsli-Riegel da reingelegt oder irgendwas, da hättest du überhaupt aber nicht Aber weißt du nie, was da drin haust, eine Schlange oder so, ne? Ja. Gruselig, ja, auf jeden Fall, da hat unser Mikro versagt. Ja, und da hatten wir noch so eine schöne, die ja da, wo das Mikro ja auch noch aus war, gell, Schatz? Eine schöne Szene. So eine schöne Szene, und zwar waren das zwei Bäume, die sind so aneinander gewachsen, das hat wirklich ausgesehen, als ob die sich küssten. Ne? Wie zwei Verliebte, ja. Ja, und unter diesem Baum haben wir uns auch geküsst, ja. Wie zwei Verliebte. Ja, aber diese Szene haben wir dann halt eben nicht eingespielt, weil wir haben gedacht, wir sind ja nicht im Stummfilm, gell, Schatz? Nee, genau, das haben war wir uns schade. So gedacht. Es war ein bisschen schade. Danach kamen wir zu einem schönen Aussichtspunkt, zum Alp drauf. Da konnte man so einen schönen Kesselblick erhaschen auf die Stadt Blaubeuren, ne? Ja, und es war eigentlich ziemlich, ziemlich schwierig, überhaupt da was zu filmen, denn da waren sehr viele Leute oben, gell, Schatz? Ja, es war ein Hotspot, da wollte jeder mal da wollte ein ja Foto jeder schießen, ne? Ja, und ist genauso war es eigentlich auch am Plautopf, gell? Ja. So, Schatz, jetzt sitze ich hier mit meinem Kaffee und habe keinen Kuchen. Würdest du mir da mal bitte so ein Stückchen Kuchen schneiden? Ja, das wäre ja sehr, doch, sehr lieb, ne? Von dir. Ich wollte eigentlich aus der Mitte so ein ganz dickes Stück. Ja, du kriegst ein dickes Stück, ja. Ja, das Ei brauche ich nicht. Okay, das ist lieb von dir, danke. Ja, ach toll, ich schneide mir ja, heute gibt es mal ausnahmsweise einen Schokikuchen. Ja, der passt ja auch, ne? Ups. Also, normalerweise stinkt ja Eigenlob, aber mein Kuchen schmeckt mir eigentlich immer. Oder? Ja, der schmeckt sehr gut, ne? Sag ich jetzt schon. Wunderbar. Give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to life. Come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. I've had enough. So come back to love. Yeah. Eben waren wir am Glasfels, da konnte ich meine Frau nicht mehr einbremsen. Sie musste halt nochmal hochklettern bis an den Gipfel. Ne? Ja, das Spiel mit dem Feuer habe ich immer schon gebraucht. Und, ja. Und das Gleiche passiert jetzt hier, Gott sei Dank, beim Blaufels nicht mehr, weil da geht es ein bisschen steiler. Ne? Das sagst du so, ich werde schon eine Stelle finden, da hochzuklettern. Ja, ja. Aber ich möchte ja doch haben, dass mein Enkelchen mich noch kennenlernt. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, heute ist alles blau, nur heute wir nicht. Ne? Nur wir nicht, das werdet ihr auch nicht erleben. Sogar unsere Rucksäcke. Ja, deine Jacke, mein ja, Schatz. Blau. Ja, vielleicht haben wir noch ein paar Blaubeeren. Kriegst noch einen Blaubeer-Nachtisch. Ja, ja. Blaubeer. Captain Blaubeer. Captain Blaubeer. Ja, schön hier. Wunderschön hier. Also, kann man nur noch mal empfehlen, ne? Aber ob wir heute die Altstadt schaffen, man weiß es bezweifle ich stark. Man weiß es nicht, ja. Ja. Okay, aber auf jeden Fall werden wir hier noch ein paar schöne Aufnahmen liefern, ja. Ne? Ja, ist schön hier. Gut. Gut, okay. Dann spring. Ja. Spring, Schatz, da geht's schneller. Klar. Ja. But here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in.
never goodbye till it's over. Jetzt hat man festgestellt, es gibt nicht nur Knoblauch fürs gute Essen, ne? Es gibt auch noch einen Knoblauchfelsen. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Knoblauchfelsen und schauen vom Knoblauchfelsen da hinten auf die Burgruine, wo wir unbedingt noch hin möchten. Genau. Mittlerweile haben wir Spätnachmittag und es wird frisch. Ja. Gell? Es ist wieder ein verdammt kalter Wind. Ne? Ja, so warm wie es heute Morgen war, als wir weggegangen sind, so kalt ist es eigentlich jetzt. Ja, ja. Und wenn wir jetzt die Burg besichtigt haben, würde ich sagen, dann schaffen wir uns schnell ans Wummi. Ja, genau. Und dann schmeißen wir einen Grill an. Und dann legen wir ein schönes Filet auf. In der Zeit schneide ich einen Knobi. Ja. Press ich einen Knobi. Genau. Ja. Na, wir sind jetzt inspiriert worden hier von dem Felsen. Ne? Ja. Ja, und dann würde ich sagen, dann gehen wir morgen früh in die Altstadt. In die Altstadt. Obwohl ich... Da gibt es einen schönen Weg, ne? Der ist so 1,2 Kilometer und da stehen so Stelen und da ist so ein goldener Pfeil drauf und dem müssen wir folgen und dann gehen wir immer richtig. Ne? Ja, er macht mir jetzt das Ganze, der macht mir jetzt den Mund gern wässrig, damit ich ganz begeistert sein soll. Ja. Denn ich wollte heute Nacht hier nicht mehr übernachten, muss ich ehrlich gestehen. Tja. Ja. Aber ich habe es dann doch noch geschafft, ne? Ja, nicht, weil das nicht schön war hier. Der Platz ist sauber und der ist schön, aber da ist nebenan ein Sportplatz und da wird wirklich mit Ball gespielt bis in die Nacht. Es geht bumm, 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 trotz Fernsehen und geschlossenen Fenstern. Ich wollte es mir eigentlich nicht antun, aber Schatzi, Liebe ist... Ja, trotzdem noch eine Nacht zu schlafen. Machen wir. Gut. Ja. Okay. Zu unserem wunderschönen Stellplatz gäbe es noch zu sagen, ich habe mich ja da so ein bisschen beschwert gehabt über diese Lautstärke an diesem Abend, weil nebenan ja dieser Sportplatz ist, dieser beleuchtete. Ja, ja gut, das ist so ein kleines Zockerfeld im Prinzip, ne? Und die Banden, die sind dann natürlich mit Bleche oder so abgedeckt und dann knallt das natürlich immer ein bisschen, wenn der Ball an die Bande geschossen wird, ne? Ja, an dem Abend empfand ich es eigentlich ziemlich schlimm. Das muss man sich so vorstellen. Das ist, wenn irgendwo gefeiert wird und es ist ziemlich laute Musik. Von der Musik kriegt man es dann nicht mit im Garten, wenn es in der Nachbarschaft... Aber vom gehört, Bass her. Bum, bum, bum. Und so war das halt eben mit dem Ball. Der Stellplatz an sich, das ist ein Traum. Ja, der ist schön. Ne? Das ist wirklich ein absoluter Traum. Den Abend danach... Den Abend drauf war alles gut. Da war wieder alles gut. Ja, da wurde quasi kein Fußball gespielt. Nee, ich vermute, der hat auch irgendwie, war es komisch, dass der Wind irgendwie, das Schall sich gerade so bei uns gebrochen hat. Ja, absolutes Verständnis nicht. Haben wir für. Wir haben auch einen Sohn, das war ein leidenschaftlicher, ganz fanatischer Fußballer und der war ständig mit Ball unterwegs, gell, Schatz? Ja. Also verstehen können wir das. Aber an dem Abend war es schon ein bisschen laut, ne? Obwohl der Platz ist ja wirklich zentral gelegen. Man kommt überall hin, auf die Schnelle, der ist super alles schön. Zu Fuß. Ja. Ob zum Blautopf, ob in die historische Altstadt, egal. Also und direkt auf der anderen Seite die Grün? Ja, genau, die Blau. Genau. Start a band and reach for the sky. It
It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling. But it's too. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir doch noch ans Rosenschloss hier gelangt und ich habe mal gelesen, dass sie zurzeit restauriert wird, aber die sollte 2021 zum Abschluss kommen, aber so wie es aussieht, ist hier noch jede Menge Arbeit, ne Schatz? Ja, also hier sind einige Stellen sind mit Bauzäunen halt eben abgesichert, ja, weil es bestand die Gefahr, dass einige Felsen zu Toten abzubrechen und damit wäre dann die Sicherheit der Besucher nicht mehr gewährleistet, genau, gewesen. Aus diesem Grunde wird sie restauriert. Ja, aber trotzdem, sie ist sehr, sehr schön, gell? Ja, ich war jetzt mal kurz hoch, ja, ne? Und ich muss sagen, von da oben hat man einen sehr schönen Ausblick. Klar. Auch ne? Wieder, ja, auf, ja, Blaubeuern. Blaubeuren, mein Schatz. Ach du verdammt, ne? Ich hab's gewusst. Ein Bauer, irgendwas baut er an, dass man essen kann, ja, und deshalb passt es wahrscheinlich immer im Kopf. Ja. Ja, naja gut, naja, jetzt würde ich sagen, jetzt aber endgültig. Geht's in den Abend und wir sind wirklich seit heute Morgen heim unterwegs. Genau. Und ich bin jetzt platt. Ich gestehe es. Ich habe jetzt auch keine Lust ich mehr. Hunger. Ich filme jetzt auch nichts mehr. Das ist ja der gleiche Weg nochmal zurück. Ja. Und wie gesagt, morgen machen wir noch einen Gang in die Altstadt. Ja. Und da könnt ihr gerne wieder, ja, mit dabei sein. Ja. Ja. Es waren doch jetzt etliche Kilometer und es war ein Tagesausflug. Ja. Und wir haben auch sehr viel erlebt. Das wir muss man haben, wirklich das stehen. Ist, ne? Das, man hat eine Reizüberflutung. Also man hat, ja, überall jetzt wirklich nur schöne Dinge, Wahnsinn, gesehen. Ja. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich freue mich auch jetzt für einen gemütlichen Abend und vor allen Dingen, dass du mal jetzt wieder was auf den Grill legst. Okay, das machen wir dann, Knoblauch, wenn wir da sind. Mit Knoblauch. Okay. Vom Knoblauchfelsen. Ja, ja, weißt doch, Knoblauch macht alt. Und einsam. Und einsam. Ja. Okay. Ja, eigentlich wollten wir ja nur eine Nacht bleiben, aber wir haben uns dann doch noch entschlossen, in die historische Altstadt zu gehen. Und aus diesem Grunde sind wir dann noch einen Tag länger geblieben. Ne? Ja, war ein bisschen anders, Schatz. Eigentlich haben wir ja gedacht, wir schaffen das an einem Tag morgens, nee, die Wanderung. Haben wir ja nicht geschafft, ja. Die haben, mhm, wir ja auch nur teilweise geschafft, weil die Strecke ging ja wesentlich, mhm, länger. Mhm. Aber das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Da fahren, ja, wir ja garantiert noch mal hin. Ne? Ja, und es war halt eben ganz einfach erklärbar. Es war so schön. Und es gab so viele Highlights zu sehen, dass aus dieser Wanderung eine Tageswanderung wurde. Ja, von, genau, morgens 9, kann man sagen. Ja. Bis abends, bis es fast dunkel wurde, ja. Wir haben es quasi geschafft, noch bis zum Rosenschloss, ne? Ja, und auf dem Rückweg haben wir dann das Glück gehabt und da haben wir dann den Blautopf noch gesehen zu einer ganz anderen Tageszeit. Genau, dann hat er nochmal ein ganz anderes Farbspiel ganz, gehabt. Ja, einen, ne, ganz anderen Licht hat man da nochmal, ja, gesehen und das war faszinierend und von daher hat sich das wirklich voll gelohnt. Genau, gell? Ja, wir haben ja die ganzen Farbtöne auf Video festgehalten, ne? Ja, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat und sich es war gelohnt, ja. Ein Erlebnis, das Ganze auch bei Spätnachmittag noch zu sehen. Ja, und die Altstadt haben wir dann halt eben am nächsten Tag, genau, uns vorgeknöpft. Da sind wir noch in die Altstadt gegangen. Da sind wir noch in die Altstadt gegangen, ja. Und von daher waren wir halt eben an dem einen Ort nur am Wochenende, außer unsere Erholungsphase noch an der Mosel, gell Schatz? Die auch noch, ja. Die haben wir halt eben noch gemacht, ja. Ja, heute ist Sonntagmorgen und heute haben wir uns mal vorgenommen, Richtung Altstadt zu gehen, gell Schatz? Ja, und was wir jetzt ganz vergessen haben, gestern zu erwähnen, es ist uns gerade eingefallen, weil wir jetzt vorbeigegangen sind. Ja, hier gibt es ein Freibad, ein beheiztes. Ja, und direkt neben einem Wohnmobilstellplatz gibt es eine Sporthalle und ein beheiztes Hallenbad. Genau, und dort hat man auch, wenn man den Stellplatz anmietet, eine Freikarte für dieses Hallenbad. Ja, ne? Genau. Ja. Und ich habe sogar Badesachen dabei. Wow. Aber für Hallenbad ist der jetzt Mike nicht so zu haben. Nee. Jetzt habe ich glatt meine Badehose vergessen. Ich habe alles dabei. Mach dir keine Gedanken. Da gehe ich lieber in die Blau schwimmen. Ja, in die grüne Blau. Ja. So, und dann gucken wir mal, was uns im Altstädtchen erwartet. Das soll ja sehr, sehr schön sein.
Genau, ne? Das haben wir gestern schon erwähnt. Ja. Da stehen Stähle und ja, da ist ein goldener Pfeil drauf. Und die Strecke soll ca. 1,2 Kilometer sein. Aber ja, wir lassen uns überraschen. Ja, ne? Und das Ganze bei wunderschönem Maili-Wetter, gell, Schatz? Genau. Okay. Ja, also sowas haben wir jetzt noch nie gesehen, gell, Schatz? Jetzt gerade im Vorbeigehen, ne? Ja, wir waren zwar gestern schon mal hier, aber irgendwie haben wir es übersehen, weil ja, die nette Frau uns da hinten so gewunken hat. Genau. Ja, und da steht tatsächlich mitten im Ort steht eine Riesenkiste. Das Ganze ist auf Vertrauensbasis, das kann man öffnen. Und das sind Säckchen. Jede Menge leckere Kartoffeln. Ha, ich pack das nicht. Ich könnte es nicht mitnehmen. Ja. Jetzt ist leider ein Fahrzeug gekommen. Die Kamera steht mitten auf der Straße. Das war eine kurze Unterbrechung jetzt. Ne? Ja. Jetzt geht, ja, wie gesagt. Ja, das Ganze kann man öffnen, wenn man es ja, packt. Genau. Schatz. Und darin enthalten ja, sind jede Menge. Ja. Also das sind diese, genau, das sind diese Raschelsäcke, die haben 12 und 15 Kilo und dann auch die ganz normalen mit 2,5 Kilo genau, voll Kartoffeln. Das finde ich ist eine tolle Sache, gell, Schatz? Tolle Sache, ne? Ja. Und frisch vom Bauernhof. Frisch vom Bauernhof, ja. Ja, direkt am Anfang jetzt von unserem Altstadtrundgang sind wir natürlich noch mal am Blautopf vorbeigekommen, ne? Ja, also wir sind ja direkt vom Wohnmobilstellplatz. Wir gehen praktisch nur ein ganz kleines Stückchen und über ein Brückchen. Und da sind wir direkt schon am Blautopf. Ja, und diese Seite hier vom Blautopf ist noch richtig grün, gell? Genau. Ja, und hinter dem Wasserfall, dann ist es dann richtig schön blau. Ja, da fließt ja dann das Wasser von dem Blautopf hier über das Wehr ab, ne? Ja, und gestern Abend, also wir sind ja gestern Abend erst von unserer Wanderung zurückgekommen. Es war ja eine Tageswanderung gestern. Und da sah das wieder ganz anders aus, gell, Schatz? Dieses ja, das Blau. Farbenspiel, ne? Ja. Da hat die Sonne anders gestanden und da war das noch kräftiger Blau, ne? Man kann schon, also es hat mich direkt daran erinnert, es sah eigentlich so aus, als wenn jemand ein ganzes Fass Tinte reingekippt hätte, ja, gell? Genau. Das war richtig mystisch und das war richtig, richtig ganz toll. Ganz toll, also wirklich ja, eine ja, Einmaligkeit ja, hier, ne? Und man sieht auch eigentlich am Ufer, wie tief das direkt runtergeht, ne? Ja. Ja. Also es ist faszinierend und aus diesem Grunde sind wir gestern auch nicht weitergefahren. Heute wollen wir das noch ein bisschen genießen, gell, Schatz? Genau. Ist einfach zu schön hier. Zu schön. Ja. Da wir ja dieses Wochenende in Plaubeuren sind, müssen wir natürlich auch gleich zu Anfang eine kurze Rast auf einer Plauenbank machen, gell, Schatz? Genau. Ja, jetzt sind wir hier am Kloster angekommen. Das ist eine riesen Klosteranlage ja, hier. Und die gehen wir jetzt mal ab und da zeigen wir euch mal ein paar Bilder davon. Ne? Ja, wir sind gleich zu Anfang schon durch ein wunderschönes altes Tor gegangen. Genau. Ja, und wir haben jetzt noch sehr früh, es ist erst 9 Uhr am Morgen. Da ist und das noch nicht so hier, da sind noch nicht so viele Leute unterwegs. Es ist ja, noch nicht so viel Betrieb im Städtchen, genau, aber am Blautopf schon. Gell? Am Blautopf stehen schon da mal Da tummelt sich schon so einiges rum. Ist ja auch normal, ne? Ist ja auch normal, ist auch einfach zu schön, ja. Also der Klosterhof hier, der ist schon beeindruckend, ne? Ja, also dieses Wochenende können wir mit gutem Gewissen behaupten, so schön sind wir doch nie ins Blaue gefahren, gell? Nee. Ja. Also da haben wir wirklich unser blaues Wunder erlebt hier, ne? Das haben wir hier wirklich erlebt, ja. Das kann man so sagen. Das haben wir hier erlebt und man weiß überhaupt gar nicht, wo man schauen soll. So schön ist alles, gell? Nee, hier sind viele blaue Wunder. Hier sind viele blaue Wunder. Solange ich nicht mein blaues Wunder erlebe, wenn wir nachher ins WOMI kommen und das Essen ist noch nicht aufgetaut. Das ist alles kein Problem, Schatz. Dann ist alles subi. Ja. Oh, was eine schöne Glocke. Ja. Und so schön. Und das ist doch super. Ja. Ja, da habt ihr jetzt einen kleinen Einblick. So romantisch kann man sich dieses ganze
Städtchen vorstellen. Genau. Ja, und vor allen Dingen, wenn man abends hier durchgeht, es ist ein absolutes Träumchen. Faszinierender Glockenklang, ja. Ja, ja. Ja, jetzt sind wir in der Mitte von der Altstadt angekommen und wollten natürlich zum Stadtbrunnen, aber der ist leider noch winterfest, ne? Wie unser Zuhause auch. Ja. Dauert noch ein bisschen. Wenn man sicher ist, es gefriert nicht mehr und dann darf wieder das Wasser rein, gell? Genau, es dauert noch ein bisschen. Ja, aber wir sitzen hier auch am Gasthof zum Löwen. Löwen, ja. Hat auch noch geschlossen. Ich hätte jetzt gerne Apfelschorle getrunken. Und du? Ja, könnte ich auch vertragen. Ne? Ja. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar schöne Häuser finden. Ne? Ja, mit Sicherheit. Hier gibt es nämlich viele genau. Schöne Häuser. Und dann machen wir noch ein paar schöne Bilder davon. Ja. Ne? Ja. Ja, hier könnte man es aushalten, gell, Schatz? Das stimmt. Ja, jetzt sind wir hier in der Achgasse angekommen und wir stehen jetzt hier auf einer Brücke, wo die Ach unten drunter durchfließt, ne? Ja, also wir erleben hier heute Morgen wirklich ein blaues Wunder nach dem anderen, gell Schatz? Ach, sah nur. Ach, die Ach? Auf jeden Fall ist es nicht die Blau, sie ist nämlich nicht grün. Nee. Ja. 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 Also, da werden wir noch ein bisschen mehr erforschen hier. Ja. Na, jetzt gehen wir mal einfach der Aber Ach weißt nach. Du was? Ja. Grün sind hier die ganzen Straßenlaternen. Ja, schön. Also ein wunderbares Gässchen hier, ne? Ja. Toll. Jetzt stehen wir hier am Kirchplatz, ne? Ja, also ich würde mal sagen, hier stehen wir vor so einem richtig schönen Haus hier, gell? Mit der schönen Laterne mit da oben, mit der richtig ne? schönen Laterne, ja. Wird mir auch gut gefallen. Wird mir auch gut gefallen, ne? Und bei uns daheim wird die sich auch gut machen, gell, Schatz? Und das steht dann nur direkt an der A. Ja. Nee, an der Ach, so. Nee, nicht an der Ach, mein Schatz, das steht an der Ach. An der Ach? Ja, wir haben zwar vor allem ein bisschen Blödsinn gemacht mit der Ach. Gut. Ja. Aber schön, ne? Ja, ist wirklich schön da. Da könnte man das aushalten, ne? Gell. Ja. Und guck mal, da hinten ist noch ein Museum auf der anderen Seite. Ah ja. Ja. Urgeschichtliches auch noch, ne? Ja, das auch noch, ne? Und also, die Touristeninfo. Ja. Jetzt weiß ich auch, wo die ne? ist, ne? Klasse. Ja, gut, dann würde ich sagen, so langsam gehen wir jetzt doch mal noch mal Richtung Wumi. Genau. Dass du mal nicht verhungerst, ne? Okay, dann machen wir jetzt, ne? Ja, so ein Schlag der Mare am Ende noch Purzelbaum, ne? Das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir absolut nee. Nicht, ne? Gut. Der Wohnmobilstellplatz Dodelweg 20 ist ein gebührenpflichtiger Platz für 21 Wohnmobile und liegt am Ortsrand von Blaubeuren. Der Platz ist gepflastert, teilweise schattig und überwiegend eben. Der Platz ist abends beleuchtet und ganzjährig geöffnet. Die maximale Parkdauer ist auf 3 Tage begrenzt. Die Platzbelegung kann über das Internet abgefragt werden. Die Gebühr beträgt pro Tag mit Stromanschluss 15 Euro und ohne Stromanschluss 12 Euro. Die Platzgebühr wird über einen Parkscheinautomaten bezahlt. Es kann mit IC-Karte oder Münzgeld bezahlt werden. Im Preis enthalten sind alle Personen, Hunde, Entsorgung Grauwasser, WLAN, Müll und Toilettenbenutzung. Chemiekassettenentleerung kostet 1 Euro. Die Steckdosensäulen sind mit 230 Volt CEE-Steckdosen bestückt und mit 16 Ampere abgesichert. Die Entsorgung Grauwasser geht über einen befahrbaren Bodenablauf. An der Sani-Säule wird das Frischwasser bezogen. 4 Minuten Wasser kosten 1 Euro. Freizeittipp: Blautopf, historische Altstadt, Blaubeurer Felsenstieg und Eiszeitjägerfahrt. Ja, und gut. Jetzt werden wir morgen früh wieder starten. Ja. Aber wir wissen immer noch nicht, wohin, gell, Schatz? Nee, aber das ergibt sich schon, ne? Ich habe da ja so ein paar Ziele aufgeschrieben, mal gucken. Jo. Schauen wir uns die mal an. Und irgendein Ziel suchen wir uns raus, wie immer, ne?
Wir werden schon was finden, mit Sicherheit. Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt vor allen Dingen gesund. Und Servus. Eure Mileys. Ja. I used to bang it.